Hallo und herzlich willkommen bei Race a Bit, einem Rennspiel von Azir Interactive und Head Up Games. Dieses Spiel wurde mir vom Publisher respektive vom Studio, das das Spiel erstellt wurde, gesponsert. Und ich habe es mir angeguckt und es ist ziemlich cool. Es ist so eine Art Retro-Top-Down-Racer. Retro eigentlich nur wegen den Grafiken, wegen den minimalistischen Grafiken. Aber ich finde es sehr cool. Man kann eigene Strecken erstellen, das habe ich bis jetzt nicht ausprobiert. Aber wir werden uns einige offizielle Strecken angucken, denn die sind ziemlich cool. Es gibt einen Online-Modus, man kann Strecken runterladen, man kann sie teilen. Ich weiß nicht, ob Multiplayer geht, wahrscheinlich schon. Ich habe das jetzt in dem Bezug nicht ausprobiert, aber wir werden einfach mal ein paar offizielle Rennen fahren. Und wir sehen hier, ich bin schon einige gefahren. Die meisten habe ich mit Gold abgeschlossen, ein paar mit Silber und hier einen mit Bronze. The Beach habe ich nur mit Bronze abgeschlossen. Ich würde sagen, wir fahren alle nochmal. Man kann das Menü und alles drumherum auch mit dem Gamepad steuern, aber es ist sehr verwirrend. Wir sehen hier L1, 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 R1, R1, R1 und BBB. Ich weiß nicht, warum die Tasten immer doppelt benannt sind. Es ist ein bisschen verwirrend. Wir werden das Menü einfach mit der Maus verwenden und dann alles andere mit dem Gamepad. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. So, Race a Bit. Wir können uns ein Auto aussuchen. Ich war jetzt hier immer auf dem Standard Pimped. Freigeschaltet durch Achievement Anfänger. Ich gucke, ach, da ist es. Die Auswahl ist grün, deshalb sieht man schwer, welches man ausgewählt hat. Wir können auch hier solche kleinen Raketen auswählen oder Sachen, die aussehen wie ein Zug von oben. Ganz merkwürdig. Ist aber alles unwichtig. Ich bin der Meinung, die Autos sind alle gleich schnell und dementsprechend ist es egal, was wir nehmen. Wir nehmen einfach den Standard Pimped und fahren mal eine Runde. Oder mehrere Runden. Wir können einen Geist wählen. Entweder unsere eigene Zeit oder Gold oder Silber oder Bronze. Ich bin meistens bei Gold. Keine Ahnung, ich bleibe irgendwie dabei immer. So, ich weiß gar nicht, wie die Steuerung noch war, aber sie ist ganz einfach. Einfach mit A Gas geben. Und jetzt ganz wichtig, wir müssen durch den Checkpoint durchfahren. Klar, ist wichtig und es wird uns auch oben angezeigt mit diesem Pfeil, wo der nächste Checkpoint ist. Bei diesem Spiel ist es ganz wichtig, ihr seht, die Kamera dreht sich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt von oben nach unten fahre, vom Bildschirm aus, und nach rechts fahren will, dann muss ich links lang lenken, denn die Steuerung ist autoabhängig. Sie ist nicht kameraabhängig, sondern autoabhängig. Das heißt, ich lenke jetzt rechts und jetzt lenke ich links und jetzt wieder rechts. Jetzt lenke ich wieder rechts und nochmal rechts. Obwohl ich eben nach links gefahren bin. Jetzt habe ich wieder rechts gelenkt, obwohl ich nach oben gefahren bin. Also das ist eine Steuerung, an die muss man sich wirklich gewöhnen. Aber es gibt die Möglichkeit, na guck mal, ich habe meine eigene Zeit nicht schlagen können. Da war ich 799.000stel schneller. Was soll's. Weiter. Nächste. Jawohl. Und hier können wir auch wieder den Geist auswählen, aber wir fahren einfach mal so. Also diese Steuerung ist anspruchsvoll. Definitiv. Man muss sich dem bewusst sein. Wir sehen hier eine sehr minimalistische Strecke, sehr klein. Man muss sich dem bewusst sein, dass es nicht so einfach ist. Ich lenke die ganze Zeit nur rechts, obwohl sich mein Auto von der Kameraabhängigkeit oder von der Bildschirmabhängigkeit in verschiedene Richtungen bewegt, als nur rechts. Das ist eine Steuerung, die war vor einigen Jahren Standard. Ich kann mich an ein paar Rennspiele erinnern, die, also kleine Power-Up-Racer der damaligen Zeit. Ich denke mal Anfang der 2000er, vielleicht noch davor, da haben wir einen Geschwindigkeitsboost. Schöne Sache, sollte man nicht ignorieren. Ich meine, man kann hier natürlich außen rum fahren, aber warum sollte man das tun? Also vor einigen Jahren gab es diese Rennspiele von mir aus wie Micro Machines, aber auch aus der Vogelperspektive wie hier Race a Bit. Und da war diese Steuerung praktisch Standard. Ich kann mich wie gesagt an ein RC, ein Radio Control Racers Deluxe. Oh, hoffentlich finde ich davon irgendwo eine spürbare Version und kann mein Video zu machen. Das würde ich ganz gerne machen. Das war mal in der Mickey Maus drin, dieses Spiel. Oder als Demo oder so. RC Radio Control Racers Deluxe. Das war mein Rennspiel dieser Zeit. Das habe ich ultra gerne gespielt. Und das möchte ich euch eigentlich auch irgendwann mal zeigen. Und da war genau die gleiche Kameraperspektive. Und weil ich es da schon so gut konnte und das mich so viele Jahre geprägt hat, kann ich das heute immer noch. Das ist einfach eine Gewöhnungssache und eine Sache, die jetzt neue Spieler, die jetzt vielleicht einfach nicht so alt sind und noch nicht die Erfahrung haben, was Spiele angeht oder verschiedene Genres, die könnten mit einem Top-Down-Rennspiel ziemlich Probleme haben, sage ich jetzt einfach mal so.
Es ist aber ansonsten von der Steuerung sehr simpel. Wir haben bis jetzt den Beschleunigungsstreifen entdeckt. Es gibt noch mehr zu entdecken. Die Autos sind aber an sich sehr einfach zu steuern. Also ich bin hier die ganze Zeit auf Vollgas. Ich brauche nicht zu bremsen. Das ist jetzt bei diesen Strecken noch nicht nötig. Wir werden aber recht bald zu Strecken kommen, bei denen das nötig sein wird. Und dann werde ich da nochmal gesondert darauf eingehen. Hier haben wir jetzt etwas sehr Merkwürdiges. Es sieht aus, als ob das Auto größer wird. Aber was meiner Meinung nach passiert ist, dass es in die Luft geschleudert wird, aber nicht wie ein Sprung, sondern eher so, dass man praktisch auf einer anderen Ebene fährt. So, also hier kann ich langfahren und kann praktisch durch Hindernisse fahren. Also wenn mein Auto so groß wird, dann machen wir zum Beispiel Landminen oder, also Landminen sind hier diese Sachen am neben der Strecke, diese sehr bunten Sachen. Die machen wir dann zum Beispiel nichts aus, wie wir gerade sehen. Und ich kann nur so einfach neben der Straße fahren oder könnte über einen Stein fahren, ohne dass ich langsamer werde. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Element, eine sehr schöne Sache. Man kann damit die Strecke gehörig abkürzen. In diesem Rennen noch nicht so sehr, aber später dann doch ziemlich bedeutsam. Sagen wir mal so. Okay, was haben wir hier? Es gibt definitiv noch mehr besondere Blöcke. Hier haben wir einen Sprung. So. Das ist ja nun nicht das gleiche, wie wir eben hatten. Es ist ein Sprung. Wir haben relativ gute Manövrierfähigkeiten in der Luft, aber halt nicht unbegrenzte, wie bei diesem Fahren auf einer anderen Ebene. Aber wir können hier trotz allem die Strecke gehörig abkürzen und zum Beispiel, wenn wir uns noch ein bisschen geschickter anstellen als eben, direkt auf dem Checkpoint landen. Und das ist sehr vorteilhaft, wenn der Gegner ganz brav auf der Strecke bleibt. Wir machen das nicht. Wir versuchen hier schön direkt auf den Checkpoint zu landen. War auch wieder nicht optimal. Wahrscheinlich war ich einfach nicht schnell genug. Aber das ist ziemlich cool. Das bringt sehr viel Dynamik in das Spiel rein. Wir haben eben gesehen, das Auto kann auch ausbrechen. Wir können nicht schlittern, will ich nicht sagen. Wir können driften. Und das ist in manchen Spielen auch, in manchen Leveln auch relativ wichtig. Wenn man zum Beispiel plötzlich gar keine Straße mehr unter den Rädern hat. Was macht man dann? Ja, was macht man dann hier? Sehr hilfreich. Hier können wir dadurch, dass wir auf einer anderen Ebene gefahren sind, plötzlich riesige Stellen der Strecke überspringen. Und wir können es trotzdem immer noch besser machen. Wir sehen, die Goldmedaille da ist deutlich vor uns, aber jetzt ist er eben absichtlich in den Graben gefahren, weil die Zeit zu gut war für eine Goldmedaille. Das sind solche Sachen, das sieht man auch in Trackmania immer wieder. Wenn die eingefahrene Zeit für eine Goldmedaille oder sowas zu gut war, dann fahren die ganze Zeit sehr gut und fahren dann plötzlich irgendwo in Abgrund. Das ist einfach, um zu gewährleisten, dass die Zeit realistisch bleibt und nicht so extrem weltmeisterhaft gut. Also das fand ich hier jetzt schon sehr, sehr cool, weil wir diese Kombination aus dem Sprung hatten und dem Fahren auf einer anderen Ebene. Hier haben wir, glaube ich, einen deutlich stärkeren Beschleunigungsboost als eben. Hier haben wir mehrere Sprünge kombiniert mit dem Beschleunigungsboost, was auch wieder zu coolen Effekten führt, nämlich zu sehr weiten Sprüngen. So. Weil da ist Wasser und da fallen wir rein und dann versinken wir in Grund und Boden. In Grund und Boden versinken, sehr schöne Sache. Und das ist ein relativ großes Problem, denn wer hier von der Karte fährt, das sieht man ja eigentlich ganz gut, diese einfarbige Einöde rings um die Strecke herum, wie wir sie jetzt oben und links sehen, wer da runterfällt, der wird Super Mario Kart-mäßig wieder auf die Strecke zurückgeholt. Allerdings dauert das sehr lange. Das ist wirklich eine sehr lange Animation, ein sehr langes Prozedere. Und das ist immer sehr, sehr ungünstig. Also angesichts der Tatsache, dass die Strecken so verflucht kurz sind, würde es sich doch anbieten, einfach die Strecke nochmal neu zu starten. Da steht es, Don't Destroy My Garden, und wir haben eben schon eine große Abkürzung verpasst. Außerdem habe ich den Boost verpasst, das war sehr geschickt. Hier gibt es viele Abkürzungen. Ziemlich viele Abkürzungen sogar. Zum Beispiel hier der Sprung, der lässt uns unten die ganze Passage abkürzen. Hier gibt es einen Beschleunigungsstreifen und noch einen Beschleunigungsstreifen. Damit hätten wir durch das Gras preschen können, ohne wirklich verlangsamt zu werden. Don't Destroy My Garden, ja, der verlangsamt uns nämlich. Aber wenn wir hier... Oh ja, wenn wir im Wasser landen, dann ist natürlich ganz doof. Habe ich allerdings ausgehalten, aber ich bin sehr stark von der Zeit hinterher. Wahrscheinlich nicht nur von der Zeit der Goldmedaille, sondern auch von meiner eigenen Zeit. Das ist vielleicht eine dieser Strecken, wo ich nur Silber bekommen habe oder sogar nur Gold. sogar nur Gold. Ich meine, sogar nur Bronze. Also die müsste ich einfach nochmal fahren. Das ist jetzt hier
nicht wirklich befriedigend. Ich habe Silber bekommen und war sogar besser als das letzte Mal. Aber wir werden das nochmal probieren. Und ich denke mal, jetzt habe ich die Strecke besser im Griff. So, wir werden hier runterfahren, damit wir da Beschleunigung und den Sprung nehmen. Und dann können wir, wenn wir uns ein bisschen geschickt anstellen, direkt auf dem Checkpoint landen. Und das macht schon einen großen Unterschied im Vergleich zu der anderen Fahrweise, die wir eben gemacht haben. Und da habe ich eben zum ersten Mal gebremst. Oder besser gesagt, nicht gebremst, sondern bin vom Gas runtergegangen. Das ist eine Sache, die meistens reicht in dem Spiel hier. Man muss, wie ich finde, selten bremsen, sondern kann einfach vom Gas gehen und dann kann man sowieso schon genug... ich will wieder nicht schlittern sagen. Genug... Oh Gott, das war ganz schlecht. Kann man genug driften, das reicht eigentlich meistens. So, runter vom Gas und einfach weiter Gas geben. Wunderbar, das ist eigentlich kein Problem, das geht ganz gut. Wie gesagt, wenn man sich hier ein bisschen reingefunden hat, dann fährt man die kleine Strecke halt nochmal. Und da ist die Goldmedaille, die ich auch verdiene. Sehr schön, weiter. A. Ich weiß nicht, was das soll. Nächste Strecke. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Eigentlich bin ich ja darauf aus, neue Autos freizuschalten, weil ich will einfach, dass es anders aussieht. Wie gesagt, man hat von den Autos nichts, dass sie sind Landminen, nicht unbedingt drüber fahren. Man hat von den Autos nichts, sondern sie sehen einfach nur anders aus. Das ist hübsch und so, ist nicht unbedingt nötig, aber ich möchte, dass mein Auto ab und zu anders aussieht. Ich möchte auch nicht einfach dann wieder das... Hoppala. Das war ganz schlecht. Ihr seht, es ist eine sehr lange Animation, die man hier vorgesetzt bekommt, wenn man irgendwo kaputt geht. Das will man definitiv verhindern. Oh Mist, jetzt habe ich hier den Beschleunigungsboost verpasst, weil ich in der Luft war. Das ist ja scheiße. Das ist ganz schöner Beschiss. Es gibt nur zwei Runden, aber wir sehen, selbst die Goldmedaille musste eben zurücksetzen. Wir sind also immer noch relativ gut in der Zeit, wenn man mal davon ausgeht, dass die Goldmedaille das ultimative Achievement ist. Sagen wir jetzt einfach mal. Das, die großen roten Blöcke da eben sind meiner Meinung nach TNT, in das man auch nicht reinfahren sollte. Also hier muss man dann tatsächlich ab und an mal so ein bisschen darauf achten, ein bisschen zu bremsen, damit man nicht irgendwo im Mist landet. Das möchte man natürlich nicht. Hat jetzt leider nicht geklappt mit dem Gold, aber ich bin noch langsamer gewesen als letzte Mal. Also bin ich der Meinung, dass ich es beim letzten Mal geschafft habe, Gold zu bekommen. Würde ich fast behaupten. Deshalb fahren wir einfach mal weiter, weil beim letzten Mal war ich schneller. Ich habe meinen eigenen Rekord nicht gebrochen, also gehen wir davon aus, ich war letztes Mal besser. Das hier alles ist Eis. Oh Gott. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Wir werden die Strecke neu starten. Das ist Eis. Ich war der Meinung, dass wir hier auf diesen Pfeilen schon langfahren, schon die Kurve nehmen müssen. Ich dachte, da wäre keine Straße. So wie hier. Das dachte ich. Aber so war es leider nicht. Gut. Also die Eisstrecken gefallen mir wirklich nicht. Die finde ich ziemlich doof, ziemlich nervig. Wir sehen, was der Computer eben gemacht hat. Der hat tierisch abgekürzt und ist zum Teil seitlich in die Checkpoints reingefahren. Kann man natürlich alles machen, wenn man denn den Checkpoint auch trifft. Aber das seitliche Treffen von Checkpoints fiel mir sehr schwer. Klar, es wird mit den Pfeilen markiert, aber es könnte genauso gut nur ein Pixel sein, auf dem wirklich gezählt wird, dass man den Checkpoint passiert hat. Und das ist mir dann das Risiko nicht wert. Da fahre ich lieber richtig rum durch und... Ah, ich dachte ich... Ach nein, das ist erst die letzte Runde. Ich wollte schon aufgeben. Jetzt habe ich auch eine... Oh Gott, nein, 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 nein! Okay, auf Wiedersehen, Goldmedaille. Verdammter Mist. Also, das ist das Problem, wenn ich denke, es ist die letzte Runde. Das war jetzt dieses Mal nicht so, aber das ist mir in der Vergangenheit sehr oft passiert, generell in Rennspielen, dass ich mit der letzten Runde, oder ich dachte, es wäre die letzte Runde, beim Ziel sofort aufgehört habe, Gas zu geben. Und dann war es nicht die letzte Runde. Und genau dieses kurze Bremsen hat mir dann den Sieg gekostet. Und es war immer eine sehr doofe Sache. Wir sehen, ich bin nur 17.000stel langsamer als beim letzten Mal. Das bedeutet tatsächlich, ich habe beim letzten Mal genauso verkackt. Auf ziemlich genau exakt die gleiche Art und Weise. Ich bin es jetzt nicht nochmal gefahren, weil mir diese Eislevel echt nicht gefallen. Ich mag die nicht so. Und jetzt sehen wir den Computer plötzlich mit einem anderen Auto. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber auf manchen Strecken hat die Medaille ein anderes Auto. Es macht für mich nicht wirklich Sinn, aber ist egal. Macht nichts. Ist nicht so dramatisch. Also man darf sich hier nicht einbilden, dass dieses Auto jetzt unbedingt langsamer ist als das Auto, gegen das wir eben gefahren sind. Weil dieses kleine Raketenauto, das hätte ich genauso auswählen können. Aber im Sinne der Fairness
sind die Autos, genau wie in Trackmania, meiner Meinung nach alle genau gleich schnell. Also ich konnte jedenfalls keinen Unterschied ausmachen und es wäre auch unfair, weil die Medaillen halt immer die gleichen Autos nehmen. Und ich finde, es ist auch gar nicht nötig, dass man hier ein Auto bekommt, was irgendwie schneller ist oder irgendwelche anderen Eigenschaften hat. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Und das bekommt man ja auch nicht. Also von wegen, es wäre nicht nötig gewesen. Es ist nicht nötig und man bekommt es auch nicht. Verdammt, ich war so gut in Führung. Verschwinde mal jetzt hier. Ich will in Führung bleiben. Danke. Ah Gott. Also die Geräusche beim Schlittern, beim Driften, verdammt. Beim Driften und beim Bremsen finde ich ja nicht so geil. Die klingen immer so wie wenn man ohne Reifen, also nur so auf der Felge lang fährt. Und es quietscht total. Ist ganz furchtbar. Gefällt mir nicht sonderlich gut. Ich weiß nicht, was das für ein merkwürdiger Soundeffekt sein soll. Aber gut, wir nehmen das mal einfach so hin. 2 Minuten brauchen wir hier für Gold. Eine sehr lange Strecke. Es gibt allerdings nur 2 Runden. Also haben wir hier nicht sonderlich viele Chancen, um zu brillieren. Da war das eben mit dem Fahren auf der höheren Ebene sehr gut. Das war natürlich Oberscheiße. Das machen wir nochmal. Das akzeptiere ich nicht. Das war jetzt einfach ein kleiner Derp. Was ich sehr schön finde, das Spiel lädt praktisch gar nicht. Es hat ja wenig Assets, die es laden muss. Und wir haben eben gesehen, bei einem Neustart wird man einfach zum Start zurück teleportiert. Also das ist sehr schön. Es wird nicht alles neu geladen. Es ist auch völlig unnötig, alles neu zu laden. Wäre gar nicht nötig gewesen. Und den habe ich gerade noch so erwischt. Schöne Sache. Das ist wirklich gar nicht so leicht. Man findet sich hier öfter neben der Strecke wieder, als man jetzt denken würde. Da hätten wir vielleicht gleich auf den Checkpoint fliegen können. Da bin ich mir nicht so sicher. Hier können wir hochfahren. Na gut, das war jetzt nicht sonderlich wichtig. Hier können wir schön abkürzen. Scheiße. Fuck. Sowas kommt davon, wenn man abkürzen will, aber es nicht drauf hat. Kann immer wieder mal passieren, sowas. Oh nein, Mist. Na gut, was soll's. Gott. Was soll's, der Computer hat auch episch verkackt, aber ich glaube, ich habe epischer verkackt. Epic Verkacknis. So ungefähr. Gott, das war ganz furchtbar, das war ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwas lief da ganz schief. Oh, furchtbar. So, ich muss tatsächlich ein bisschen genauer durch die Checkpoints fahren. Ich bin da immer ein bisschen zu selbstbewusst. Ich denke mal, ja, ich habe das drauf, dieses kleine, niedliche Spiel. Das sieht so unscheinbar aus, aber ich meine, es gibt ja nicht viel, was einem hier entgegengeworfen wird. Oh, da hat er eben zurückgesetzt. Habt ihr das gesehen? Da war so ein bisschen, da war so ein Funkeln, so ein Glitzern auf dem Bildschirm. Und das hatten wir gesehen, als ich zurücksetzen musste einmal. So sieht es aus, wenn man zurückgesetzt wird. Sehr schön, ich bin also wieder in Führung. Unerwarteterweise. Wunderbare Sache. Da haben wir ihn eben gesehen beim Sprung, da war er hinter mir. Großartig, es ist die letzte Runde. Wenn wir also so beibleiben und jetzt nicht wieder irgendwo reinfahren, dann haben wir die Sache gewonnen. Das wäre natürlich ein sehr schöner Abschluss zu diesem, wie ich finde, recht deprimierenden Level. Ich weiß nicht warum. Irgendwie Level mit Wasser und so 32 Sekunden schneller als das letzte Mal. Also Level mit Wasser und mit Eis und so empfinde ich so ein bisschen als einen kleinen Downer. Ich weiß auch nicht. Das hier finde ich viel schöner.